In der heutigen Sendung? Ich sage zum Herrn, der mich liebt und sich für mich hingegeben hat: Herr Jesus, du bist meine Zuflucht. Jeden Morgen, bevor sie sich aus dem Haus wagen, sollten sie sich wie nackt fühlen, unbekleidet. Solange sie noch nicht gesagt haben: Herr Jesus, heute bist du meine Zuflucht und die Zuflucht meiner Familie. Du bist unsere Burg. Seien Sie nicht so arrogant, aus dem Haus zu gehen und einfach davon auszugehen, dass es ein normaler Tag sein wird. Sie sollten das Gefühl haben: Heute brauche ich den Herrn. Der Herr zwingt Ihnen seinen Schutz nicht auf. Er wartet darauf, eingeladen zu werden. Nur Gott kann Sie zur rechten Zeit an den rechten Ort bringen. Selbst wenn Sie einen Doktortitel haben, können Sie das nicht. Bevor Sie morgens aus dem Haus gehen, bekennen Sie: Herr, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Wir werden gerettet, indem Gott seine Gerechtigkeit auf uns kommen lässt. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern durch den Glauben an den Herrn. Mit Pastor Joseph Prince. Church, let's all stand to our feet right now. Gemeinde, wir wollen alle aufstehen. Wie Sie wissen, bestätigt Gott sein Wort mit Zeichen und Wundern. Wie Sie auch wissen, geben wir unsere Gemeindezeitschrift Solid Rock heraus, die dieses Mal Psalm 91 zum Thema hatte. Es gab sogar eine Karte mit Psalm 91 für alle Gemeindemitglieder, ohne zu wissen, was diese Woche passieren würde. Und ich hatte wirklich geplant, über Psalm 91 zu predigen. Das zeigt, dass Gott unter uns ist, der Gott, der die Zukunft kennt. Gott möchte nicht, dass wir unser Herz erschrecken lassen. Er möchte nicht, dass wir in Furcht leben. Ich würde gerne, dass wir jetzt alle zusammen, und wo immer Sie sich das hier gerade ansehen, zusammen Psalm 91 aufsagen. Und ich glaube, dass Gott dadurch eine Salbung freisetzen wird. Er wird Sie umhüllen, Sie und die Menschen, die Ihnen nahestehen. Amen. In den kommenden Tagen. Wir treten den kommenden Tagen so entgegen, wie Jesus in Johannes 17 gebetet hat. In der Nacht, in der er verraten und den Römern überliefert wurde, hat er sein hohepriesterliches Gebet zum Vater gebetet. Und zwar betete er so: Ich will nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen in der Welt. Dieses Gebet wird also ganz bestimmt erhört. Lasst uns also jetzt alle in dieses Gebet einstimmen, alle zusammen, mit einem Herzen, einer Stimme. Lesen Sie: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.
Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Amen. 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 Preis dem Herrn. Sie dürfen sich widersetzen. Was für ein wunderbarer Psalm. Der Psalm hat es in sich. Spüren Sie das? Dieser Ort ist richtig kraftgeladen. Und der Ort, wo Sie gerade sind und zuschauen, er ist kraftgeladen. Sie können es spüren. Es ist eine nahezu greifbare Salbung. Halleluja. Psalm 91 ist ein Psalm, den Gott für die Zeiten gegeben hat, in denen wir leben. Allerlei Böses, das es in der Welt gibt, ist darin abgedeckt. Schauen Sie in Vers 5 und 6. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Was hat der Pfeil zu bedeuten, der bei Tag fliegt? Meint Gott damit nur einen Stock mit Federn an einem Ende? Nein. Gott meint damit die Geschosse in den letzten Tagen, die Sorgen in uns erzeugen. Inzwischen gibt es Geschosse, die in mehr als 10.000 Meter Höhe treffen können. Wir müssen keine Angst haben, weil Gott uns in der Bibel verspricht, uns zu behüten. Im Psalm ist von Schrecken die Rede, Terror. Und die Welt, in der wir heute leben, ist eine Welt voller Terror. Für unsere Kinder ist es heute anders als für uns früher. Wir konnten noch zum Flughafen gehen, ohne uns um so viele Dinge Sorgen zu machen und unsere Schuhe ausziehen zu müssen. Heute gibt es alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Die neueste ist, dass man beweisen muss, dass ein Smartphone auch wirklich funktionsfähig ist. Oder der Laptop und dergleichen. Also, der Schrecken der Zeit, in der wir leben, das fliegende Geschoss, die Pest, unsere Krankheit, die im Finstern schleicht. Menschen haben Angst vor schleichenden Krankheiten. Sie lesen von jemandem, der jeden Tag Sport gemacht hat, aber eine Krankheit hat, die sich schleichend in seinem Körper ausgebreitet hat, im Finstern, und der ohne ersichtlichen Grund tot umfällt. Woran auch immer das liegt, eine genetische Veranlagung oder so, Gott sagt, dass es Schutz davor gibt. Das steht in der Heiligen Schrift. Und dann gibt es eine allgemeine Zerstörung, die alles betrifft, die Seuche, die am Mittag verderbt. In Psalm 91 werden also alle Kategorien des Bösen abgedeckt, die über die Welt kommen können und Menschen in Angst versetzen. Und zu welchen Zeiten? Nur zu bestimmten Zeiten? Nein, in Vers 5 steht, bei Nacht und bei Tag. In Vers 6, im Finstern und am Mittag. Mit anderen Worten, Schutz rund um die Uhr. Und Psalm 91 funktioniert so. Vers 2. Ich sage zu dem Herrn. Wissen Sie, dass es Gläubige gibt, die nicht zum Herrn sagen, du bist meine Zuflucht? Sie sagen vom Herrn eher Dinge wie, der Herr gibt mir manchmal Probleme, um mich zu demütigen. Manchmal heilt der Herr und manchmal gibt er Krankheit. Das ist es, was sie vom Herrn sagen. Der Psalmist sagt hingegen, ich sage zu dem Herrn meine Zuflucht und meine Burg. Das Wort Zuflucht bedeutet so etwas wie ein Bunker, ein Ort, an dem Sie und Ihre Familie sich verstecken können. Das Wort für Burg ist Metzada. Im heutigen Israel gibt es immer noch einen Ort, der Masada heißt, wo König Herodes eine Festung gebaut hatte. Und es war äußerst schwierig für die Römer, diese Festung einzunehmen, auch wenn sie es schließlich schafften. Auf jeden Fall ist mit Metzada eine riesige Festung gemeint. Der Herr ist also ihr Bunker und ihre Festung. Mein Gott, auf den ich traue. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Psalm 91 wird wirksam, wenn man ihn im Glauben ausspricht. Darf ich dafür ein kräftiges Amen haben? Ich kann heute unmöglich den ganzen Psalm 91 durchnehmen, aber er beginnt mit den Worten, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Das Wort sitzen bedeutet hier, sich niederzulassen, sich ein dauerhaftes Zuhause zu schaffen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen.
Wussten Sie, dass der Höchste oder Allerhöchste, Elyon, der Name Gottes ist? Der Allmächtige, Shaddai, ist ein anderer hebräischer Name für Gott. Gott wird also teilweise der Allerhöchste genannt und teilweise El Shaddai, Gott der Allmächtige. Wussten Sie, dass der Allerhöchste zum ersten Mal in 1. Mose 14 erwähnt wird? El Elyon. Und immer, wenn etwas zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird, hat es eine besondere Bedeutung. Wie gesagt, der Allerhöchste findet zum ersten Mal in 1. Mose 14 Erwähnung, wo die Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek stattfindet. Da wird der Allerhöchste zum ersten Mal erwähnt. Wissen Sie, wo El Shaddai, der Allmächtige, zum ersten Mal erwähnt wird? 3 Kapitel später, 17, als Abraham 99 Jahre alt war, sagte Gott: Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin El Shaddai. Fällt Ihnen die Reihenfolge auf? Erst der Allerhöchste, dann El Shaddai, der Allmächtige. Und womit beginnt Psalm 91? Mit El Elyon, dem Allerhöchsten, dann El Shaddai, dem Allmächtigen. Können Sie mir bis jetzt folgen? Jetzt passen Sie auf. Gott hat mir Folgendes dazu gesagt. Die erste Erwähnung des Allerhöchsten, El Elyon, ist in 1. Mose 14. Die erste Erwähnung von dem Allmächtigen El Shaddai ist in 1. Mose 17. Wie viele Kapitel liegen dazwischen? Zwischen 14 und 17? Klasse, zwischen 14 und 17? 15, 16. Gott sagt, wenn du herausfinden kannst, was in diesen 2 Kapiteln ist, dann bist du im Schirm des Höchsten unter dem Schatten des Allmächtigen. Ist das im Einklang mit der Bibel? Predige ich hier im Zusammenhang? Ja, also schauen wir uns zunächst einmal 1. Mose 14 an. Aber Melchisedek, der König von Salem, Salem kommt von Shalom. Das ist im Grunde das gleiche Wort wie Shalom, das heißt Wohlsein. Also der König von Salem, der König des Wohlseins, das ist unser Herr Jesus. In Hebräer 7 nennt die Bibel ihn Melchisedek. Er ist der Priester nach der Weise Melchisedeks. Deswegen glaube ich, dass Jesus Abraham als Melchisedek erschienen ist. Melchisedek, der König von Salem, von Wohlsein, brachte Brot und Wein herbei. Was ist das? Das Abendmahl. Hier, lange bevor das Gesetz gegeben wurde, lange bevor Jesus kam und starb, machte Gott schon die Wichtigkeit des Abendmahls deutlich. Richtig, er brachte Brot und Wein. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten, El Elyon. Das ist das erste Mal, dass dieser Name erwähnt wird. Und Melchisedek segnete Abraham und sagte, gesegnet sei Abraham. Sie können Ihren eigenen Namen da einsetzen. Gesegnet sei Marie, gesegnet sei Josephine, gesegnet sei Johann, gesegnet sei, wie immer sie heißen, okay? Von Gott, dem Allerhöchsten, El Elyon, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Wissen Sie, was der Besitz des Himmels und der Erde ist? Alles Gold, alle Diamanten, alles Silber, das alles gehört Gott. Wenn Gott beschließt, sie Ihnen zu geben, dann werden sie auch zu Ihnen kommen. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, wiederum El Elyon. Erst segnete er Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, und jetzt segnete er Gott, den Allerhöchsten selbst, El Elyon, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, den Zehnten von allem. Also halten wir fest, in einem Abschnitt, in dem El Elyon, Gott der Allmächtige, zum ersten Mal erwähnt wird, werden auch das Abendmahl und der Zehnte erwähnt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Gehen wir 3 Kapitel weiter, zu 1. Mose 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Wandle vor mir und sei untadlich. Das ist das erste Mal, dass El Shaddai in der Bibel vorkommt. Also, El Elyon taucht zum ersten Mal in 1. Mose 14 auf. El Shaddai taucht zum ersten Mal in 1. Mose 17 auf. Kommen diese beiden nicht in derselben Reihenfolge in Psalm 91 vor? Wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Also knüpfen wir uns die beiden Kapitel dazwischen vor. Sind Sie bereit? Denn was hat Gott mir noch gesagt? Er hat gesagt, wenn du herausfinden kannst, was in diesen 2 Kapiteln ist, dann findest du den Schirm des Höchsten. Also, in 1. Mose 15, gleich nach der Begegnung mit Melchisedek, führte Gott Abraham nach draußen und sagte, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dieser Vers wird in Römer zitiert und auch in Galater als Grundlage für das Evangelium der Gnade.
Wir werden gerettet, indem Gott seine Gerechtigkeit auf uns kommen lässt, nicht aufgrund unserer Werke, sondern durch den Glauben an den Herrn. Wir werden durch den Glauben gerechtfertigt, ohne Werke. Alle, die unter dem Schirm des Höchsten sind, müssen durch Glauben gerechtfertigt werden. Sie müssen an das Evangelium glauben. Jetzt kommen wir zu Kapitel 16, vor der Erwähnung von El Shaddai in Kapitel 17. Worum geht es in Kapitel 16? Das sagt uns der erste Vers. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das im Detail auszuführen. Aber in Galater sehen wir, dass Sarah, Abrahams Frau, ein Sinnbild für Gnade ist. Hagar, die Magd, die Dienerin, kam aus Ägypten. Und sie ist ein Sinnbild für das Gesetz. Das stammt nicht von Pastor Prince, sondern von Paulus in Galater. Worum geht es in diesem Kapitel also um Hagar und Sarai? Dadurch sagt Gott, nachdem du durch den Glauben gerechtfertigt bist, solltest du wissen, dass das Gesetz dir nicht helfen wird, Frucht zu bringen. Das kann nur deine Frau Gnade. Wir müssen das Gesetz der Gnade unterstellen, nicht die Gnade unter das Gesetz. Das Gesetz muss sich der Gnade fügen. Hören Sie? Das Gesetz half nicht. Und Gott sagte zu Abraham, wirf sie raus. Weil sie versuchte, die Familie an sich zu reißen. Sie wollte ihren Sohn positionieren. Er sollte das gesamte Erbe übernehmen. Jetzt haben wir das Geheimnis gefunden. Wenn Sie unter dem Schirm des Höchsten sein wollen, dann müssen Sie, wie im nächsten Kapitel steht, durch den Glauben gerechtfertigt sein. Sie müssen von dem Gesetz befreit werden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie nicht auf Ihre eigenen Anstrengungen vertrauen. Ruhen Sie in Christus. Und raten Sie mal, was dann passierte. Im nächsten Kapitel, 17, Vers 1, als Abraham 99 Jahre alt war. Leute, wenn man 99 Jahre alt ist, wenn aus der 6 eine 9 wird, ist alles auf den Kopf gestellt. Der Körper ist nicht mehr das, was er mal war. Man will irgendwo hingehen und gedanklich ist man schon da, aber der Körper zieht irgendwie nicht mit. Der Körper ist dazu einfach nicht mehr in der Lage. Und Gott hat gewartet, bis Abraham 99 war. In der Bibel gibt es nichts ohne Bedeutung. Alles hat eine Bedeutung. Warum hat Gott gewartet, bis er 99 Jahre alt war, bis Abraham nicht mehr in der Lage dazu war, noch ein Kind zu bekommen? Warum ist Gott dann auf die Bühne getreten und hat gesagt, ich bin der allmächtige Gott? Und bekam Abraham dann ein Kind? Nein. Kinder. Er hatte nicht nur ein einziges Kind. Er hat nicht nur Isaak gezeugt. Er hat auch von Ketura noch ein Mädchen bekommen. Nachdem Sarah gestorben war, nahm er sich Ketura zur Frau, als er schon weit über 99 Jahre war. Hören Sie? Gott, der Allmächtige, Amen. Er erneuerte seine Jugend wie ein Adler. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir nicht können, dann kann Gott. Und es ist nicht so, dass Gott einfach seine Sache macht und uns so lässt, wie wir sind. Nein, etwas ist mit Abraham geschehen, sodass er noch Kinder zeugen konnte, als er schon über 100 war. Das ist der Schirm des Höchsten. Ein Ort, wo man durch den Glauben gerechtfertigt ist, wo man ruhen kann. Wo man darauf vertraut, dass Christus sich für einen einsetzt und durch einen wirkt, während man ein Leben der Ruhe führt. Jetzt zurück zu Psalm 91, Gemeinde. Der Name des Herrn, der Allerhöchste, El Shaddai. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Jetzt kommen wir zu dem Namen des Herrn Jahwe. Wir kommen jetzt zum Abschluss. Nehmen Sie Ihre Bibel, schauen Sie 1. Mose 1 an. Schlagen Sie es nicht nach, dafür ist keine Zeit. Es ist hier vorne projiziert. Zu Hause wollen Sie nicht nachschlagen, aber jetzt, ja? Schauen Sie einfach auf den Bildschirm. Schauen Sie her, 1. Mose 1 steht bei Ihnen auch H-E-R-R. Herr steht für Jahwe. Wenn Herr in einigen Bibelübersetzungen in Kapitelchen geschrieben wird, steht da eigentlich Jahwe.
Ist Jahwe, Herr, im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 zu finden? Schauen Sie mal genau nach. Nicht jetzt, wenn Sie zu Hause sind. In 1. Mose 1 steht immer nur G-O-T-T, Gott. Im Hebräischen ist das Elohim. Elohim ist der Schöpfer. Der Schöpfer. Im Singular ist es Eloha. Plural ist Elohim. Elohim sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Elohim sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, und es geschah so. Und Elohim sah, dass es gut war. Elohim ist Plural. Ich bin ist immer Elohim. Das ist der Plural von Eloha. Das sagt uns, dass es drei göttliche Personen sind und ein Gott. Es sind nicht drei Götter, das ist Gotteslästerung. Es ist ein Gott, aber drei Personen. Elohim sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Elohim schuf den Menschen und hauchte ihm das Leben ein. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott, Elohim. Schöpfer. Doch im zweiten Kapitel von 1. Mose, als der Mensch dazu kam, da war er nicht einfach Elohim, sondern auch G-O-T-T. In Kapitel 2 ist er der Herr Gott. Der Herr ist Jahwe, Gott ist Elohim. Herr Gott, Jahwe Elohim. Warum? Weil Herr etwas mit Gottes Bund mit dem Menschen zu tun hat. Jetzt, wo es den Menschen gibt, ist er der Herr Gott. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Als David Goliath angriff, da war er ein richtiger Experte, was die Namen Gottes betraf. Es ist nicht anmaßend, die Namen Gottes zu benutzen. David sagte zu Goliath, der Kampf hängt nicht von mir ab, sondern von Jahwe, dem Herrn. Heute wird der Herr Jahwe, der einen Bund mit mir geschlossen hat, dich in meiner Hand ausliefern, damit die ganze Erde erkenne, dass es Elohim gibt. Dass es Gott auf der Erde gibt. Können Sie mir folgen? Der Psalmist sagt, ich sage zu dem Herrn, das ist die Bundesbeziehung. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Amen. Amen. Und wissen Sie was, Gemeinde? Der Herr ist Jahwe. Im Hebräischen wird das J-H-W-H geschrieben. Drei verschiedene Buchstaben im Hebräischen. J-H-W-H. Jetzt schauen Sie. J, der erste Buchstabe, ist der Name Jesus, Yeshua. H, das ist Han, Nazaräer, der Nazaräer, der Nazaräer aus Nazareth. W, Wemelech, bedeutet König. H, Hayudim, die Juden. Als Pontius Pilatus das Schild über Jesu Kopf ans Kreuz nageln ließ, da wurde als Akrostichon der Name geschrieben J-H-W-H. Jeshua fängt mit dem ersten Buchstaben an. Han Nazaräer. W. Wemelech, der König. Hai Judim. Jesus von Nazareth, König der Juden. Die ersten Buchstaben ergaben J-H-W-H. Und die Pharisäer sagten, ändere es. Und Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und meinen Sie, dass dieser römische Statthalter irgendeine Vorstellung von Jahwe hatte? Die Pharisäer waren sich vorher nicht bewusst gewesen, dass die ersten Buchstaben von Jesus von Nazareth, König der Juden, J-H-W-H bilden würden. Und dann sahen sie es am Kreuz. Ich sage zum Herrn, der mich liebt und sich für mich hingegeben hat, Jesus, du bist meine Zuflucht. Jeden Morgen, bevor sie sich aus dem Haus wagen, sollten sie sich wie nackt fühlen, unbekleidet, solange sie noch nicht gesagt haben, Herr Jesus, heute bist du meine Zuflucht und die Zuflucht meiner Familie. Du bist unsere Burg. Seien Sie nicht so arrogant, aus dem Haus zu gehen und einfach davon auszugehen, dass es ein normaler Tag sein wird. Seien Sie von Gott abhängig. Sie sollten das Gefühl haben, heute brauche ich den Herrn. Der Herr zwingt Ihnen seinen Schutz nicht auf. Er wartet darauf, eingeladen zu werden. Nur Gott kann sie zur rechten Zeit an den rechten Ort bringen. Selbst wenn sie einen Doktortitel haben, können sie das nicht. Bevor sie morgens aus dem Haus gehen, bekennen sie,
Herr, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Sie können noch so vorsichtig sein, beispielsweise beim Autofahren. Unfälle können auch durch andere erzeugt werden. Auch wenn man selbst nicht betrunken am Steuer ist, kann es jemand anders sein. Wir leben in einer verrückten Welt. Satan ist da draußen und er will Zerstörung bringen. Besonders hat er es auf Gottes Volk abgesehen. Also kommen Sie unter Gottes Schirm. Und das Volk sage Amen. Preist ihn, Gemeinde. Halleluja! Damit haben wir den ersten Teil von Psalm 91 beendet. Kommen Sie weiter, bringen Sie gerne ein paar Freunde mit. Ich glaube, in den kommenden Wochen werden wir den Psalm beenden, so wie Gott uns führt. Heben Sie Ihre Hände, beten Sie, Vater im Himmel. Sie können dieses Gebet jeden Tag für den jeweiligen Tag beten, aber jetzt beten wir einfach für die ganze kommende Woche, okay? Sprechen Sie, himmlischer Vater. Ich danke dir, dass du mir in dieser kommenden Woche vorangegangen bist und mir und meiner Familie einen Weg bereitet hast. Du hast die Hindernisse aus dem Weg geräumt, hast bestimmte Türen geschlossen und andere geöffnet. Danke, dass du das Hügelige eben machst. Himmlischer Vater, du bist die Zuflucht für mich und meine Familie. Unsere Burg, unser Unterschlupf, auf dich trauen wir. Ja, ganz gewiss, den ganzen Tag heute, die ganze Woche lang. Ganz gewiss wirst du meine Familie und mich vor jedem Übel bewahren, vor jeder Krankheit, vor jeder Gefahr, vor jedem Unfall, vor jedem Schaden, vor jedem Schrecken, vor bösen Menschen, vor all den Mächten der Finsternis, vor all den Mächten des Bösen. Du hast meine Familie und mich mit göttlicher Gunst gekrönt. Und deine Gunst geht uns an diesem Tag voraus. Diese Woche und bereitet den Weg. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Machen Sie sich auf mit Zuversicht in Gott und begegnen Sie dem Leben ohne Furcht. Gott segne Sie. Wir sehen uns wieder.